Liebe Bürgerinnen und Bürger von Hünfelden, ich möchte Sie recht herzlich zum heutigen Infoabend der Deutschen Glasfaser begrüßen. Ungewöhnliche Zeiten machen ungewohnte Maßnahmen erforderlich. Aber Sicherheit und Gesundheit gehen vor. Deshalb haben sich die Verantwortlichen der Deutschen Glasfaser in Absprache mit uns als Kommune entschlossen, diese heutige Online-Infoveranstaltung durchzuführen und ich hoffe, dass viele von Ihnen am Netz bleiben. Als Bürgermeisterin freue ich mich, mit der Deutschen Glasfaser einen Partner gefunden zu haben, welcher uns auf dem Weg der Digitalisierung und Breitbandversorgung mit unterstützt. Die Gemeinde Hünfelden hat sich schon vor vielen Jahren auf den Weg gemacht, eine schnelle und stabile Internetverbindung zu bekommen. Aber gerade hier im ländlichen Raum wollen wir nicht hinterherhängen mit den Möglichkeiten, die sich nicht nur für unsere ortsansässigen Unternehmen, sondern für alle unsere Bürgerinnen und Bürger, für alle Generationen dadurch eröffnen. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um zunächst selbst und dann in interkommunaler Zusammenarbeit unter der Federführung des Landkreises die notwendige Infrastruktur aufzubauen. Von der Grundversorgung, das heißt von der Verlegung von Glasfaser zu den Verteilerkästen des Telekommunikationsnetzes und von dort über das Kupferkabel zu den einzelnen Grundstücken. Aber ein weiterer Ausbau mit Glasfaser ist bisher nur bis zu den Schulen und Gewerbegebieten geplant. Und ich denke, wird in naher Zukunft flächendeckend, das heißt in den Ortslagen, durch den derzeitigen Versorger nicht möglich sein. In der aktuellen Situation merken wir jetzt besonders, wie wichtig es ist, eine flächendeckende Verbesserung der digitalen Infrastruktur voranzutreiben. Homeoffice, Telekommunikation sind nur mit einer guten Internetverbindung möglich. Insbesondere, wenn sehr viele Menschen gleichzeitig ans Netz müssen oder wollen. Mit der Initiative der Deutschen Glasfaser haben wir die einmalige Möglichkeit, auch ohne staatliche oder kommunale Zuschüsse flächendeckend, sogar bis ins Haus Glasfaser verlegt zu bekommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unterstützen Sie dieses zukunftsweisende Projekt, damit Hünfelden für Sie, aber auch für die nächsten Generationen attraktiv und lebenswert bleibt. In diesem Sinne, machen Sie mit und nutzen Sie die Chance der heutigen und der noch folgenden Informationsmöglichkeiten. Bleiben Sie gesund, Ihre Silvia Scheu-Menzer.